Finanzkrise, Wirtschaftskrise, daran schuld sind ein paar Banker, so verkünden es die Medien und da sind sich alle einig. Das Geld wurde vernichtet, so wird es uns berichtet. Gelobt wird die Regierung, die bezahlt mit Steuergeldern. Billionen müssen fließen und die hat das Volk zu zahlen. Der Staat springt in die Bresche, denn anders geht es nicht. Die Zeiten werden hart und wir alle müssen sparen. Und am Ende gehen wir dann gestärkt daraus hervor. Und ich schön blöd, wie ich bin. Glaub den ganzen Scheiß und vegetiere vor mich hin. Es heißt ja immer, Kritik an den Kreditanstalten würde nicht weit genug gehen. Sie wären nicht die Ursache unserer Probleme. Auch die EUTB stimmt dem zu. Dies heißt aber nicht, dass unsere Kritik an den Banken nicht weit genug gehen müsste. Denn das muss sie sogar. Nur wenn wir verstehen, was das internationale Finanzsystem eigentlich ist, zu was es geworden ist, können wir auch verstehen, warum die Kritik an Banken so wichtig ist. Noch nie in unserer Geschichte kontrollierten Großbanken einen so großen Anteil der globalen Finanzströme. Allein die fünf größten konnten ihren Anteil von 8% auf 60% in der Subprime-Krise 2007-2008 erhöhen. Dies zeigt auch, dass wir es nicht mit einer Schuldenkrise zu tun haben. Vielmehr handelt es sich um ein Geschäftsmodell von Großbanken, das die Enteignung und Entrechnung von ganzen Gesellschaften vorsieht. Die Finanzinstitute sind in den letzten Jahrzehnten zu den größten Anteilseignern der transnationalen Konzerne geworden. Konzerne wie Nestle und Co. erbringen heute über 50% der globalen Wirtschaftsleistung. Aber nur 1000 Konzerne üben über ihre Anteilsstrukturen die Kontrolle über fast alle anderen aus, die wiederum über ihre Anteilsstrukturen miteinander verbunden sind. Den Großteil gehört der größte Anteil an den Konzernen. Wir müssen verstehen, dass beide Gruppen die gleichen Interessen auf unserem Planeten verfolgen. Mit den Jahrzehnten ist ein Geflecht von global operierenden Konzernen entstanden, die überall auf unserem Planeten ihren Willen durchdrücken können und die von den Großbanken unterstützt werden. Heute sehen wir uns einem System aus rational handelnden Institutionen gegenüber, das nur ein Ziel kennt: Profitmaximierung um jeden Preis. Der gierige Banker ist somit eine Lüge. Es existiert nur die gierige Bank, für die der Banker gierig sein muss. Wir haben es mit einem System zu tun, das die Menschen, die in ihm arbeiten, dazu zwingt, all ihre ethischen, moralischen, sozialen, ökologischen Bedenken über Bord zu werfen, um den maximalen Gewinn für den Konzern zu erwirtschaften. Länger soll ich schuften, produktiv und effizient. Die Arbeit wird mein Leben, der Sinn meiner Existenz. Mein Lohn bekommen andere, die, die keinen Finger rühren. Von Geburt an schon in Rente zehren sie von meinen Kräften. Hinter hohen Mauern sitzend in den noblen Villenviertel fordern sie von uns mehr Leistung. Geht mal hin und schaut sie an. Die Ursache der Krise sind nicht ominöse Märkte, es sind menschliche Schmarotzer direkt in unserer Mitte. Und ich angepisst, wie ich bin. Hab jetzt die Schnauze voll und gehe mal dorthin, wo meine Feinde sitzen, arrogant und voller Gier. Meine Lebensenergie stehlen sie von mir. Ich gehe jetzt in die Viertel, wo die Vermögen schlummern. Ich zeige dort Präsenz, dort wo sie nicht erwacht. Ich kenne meine Feinde, sie sind zahlenmäßig wenig im Verhältnis zu der Masse derer, welche Sklaven sind. Und ich erwacht, der ich bin. Habe jetzt die Faxen dicke und gehe mal dorthin, zu den großen dicken Ruhen mit den Kameras an den Türen. Sie sollen meine Wut und meine Trost spüren. Die größte ihrer Ängste ist, die Angst enttarnt zu werden. Die Angst vor Volkszorn und vor dem Kontrollverlust. Doch ich lasse mich nicht mehr täuschen von den Schwätzern in den Medien, die mir täglich sagen, wen ich heute hassen darf.